Willkommen zum Profil Videoblog, heute mit Ingrid Brodnik. Ingrid, du beschäftigst dich im neuen Profil mit einer vordergründig sehr spröden, aber extrem wichtigen Materie, nämlich Algorithmen. Sag uns, was ist ein Algorithmus erstens und zweitens, warum sollte uns das so interessieren? Ein Algorithmus ist, und das klingt jetzt zuerst auch sehr spröde, eine konkrete Handlungsanleitung zur Lösung eines Problems. Also zum Beispiel ein Kochrezept ist ein Algorithmus. Mhm. Man weiß, welche Zutaten man nimmt, in welcher Reihenfolge man die dann wie nutzt und am Ende kommt das gewünschte Ergebnis hoffentlich heraus. Interessant sind Algorithmen aber vor allem, seitdem es Computer gibt. Wenn Sie haben uns sehr wichtig, also du wirst keine gastronomische Geschichte leider nicht schreiben. Es geht tatsächlich um Computerprogramme, denn seit es Computer gibt, können wir mit Algorithmen Probleme lösen. Wir können den Maschinen befehlen, etwas zu tun, damit ein Ergebnis herauskommt. Und immer mehr werden diese Algorithmen auch intelligenter. Mhm. Man spricht mittlerweile von selbstlernenden Algorithmen. Und die durchforsten riesige Datenmengen, suchen nach neuen Mustern und finden neue Schlüsse. Und die Frage ist, wo weit ist uns das recht und wann wird das vielleicht auch unbehaglich? Sehr wichtig sind Algorithmen natürlich für insbesondere Google und Facebook. Da wird auch ein Mysterium drum gemacht, natürlich um die Algorithmen. Warum? Genau, da ist es dann sehr spannend. Es ist durchaus verständlich, dass viele dieser Firmen ihre Algorithmen nicht offenlegen wollen, weil das ist quasi ihr Firmengeheimnis. Mhm. Das ist so das Innerste ihres Systems, wo sie auch nicht der Konkurrenz unbedingt zeigen wollen, wie das funktioniert. Gleichzeitig muss man sagen, haben diese Firmen aber immer mehr Einfluss auf unser Leben. Sie entscheiden ja, welche Informationen wir zu sehen bekommen, was wir finden, wenn wir danach suchen oder wenn wir auf Facebook gehen. Und zunehmend gibt es die Frage, ob es nicht auch Möglichkeiten gäbe, dass wir ein bisschen mehr Kontrolle haben, wie diese Algorithmen arbeiten, aber trotzdem diese Firmen sozusagen ihre innersten Geheimnisse wahren können. Zum Abschluss eine Frage noch. Sollten wir Angst haben vor Algorithmen? Nein, das glaube ich im Grunde nicht. Ich habe auch keine Angst vor einem Kochrezept oder ein Beispiel, wenn ich in Microsoft Word ein Wort fett markiere, macht es ein Algorithmus. Also vor so einem Algorithmus muss ich mich sicher nicht fürchten. Ich glaube, was es eher braucht, ist die Frage, wie weit wir Menschen vermessen werden wollen und ob es gewisse Berechnungsmethoden und Anwendungszwecke geben, die uns nicht recht sind, wo es uns dann zu weit geht. Und ein Beispiel, glaube ich, ist Predictive Policing. Das ist quasi der Glaube, dass ich aus Statistiken herauslesen kann, welcher Mensch später eine Straftat begeht. Das ist dann doch problematisch. Okay, vielen Dank, Ingrid Brodnik. Den Rest lesen Sie im neuen Profil am Wochenende.